Der Account startet in Iron 4 und das Ziel ist es, mit diesem Account mit möglichst hoher Winrate und möglichst wenig Spielen nach Master zu kommen. Der Account hier ist jetzt wirklich richtig hardstuck Iron 4. Starten tun wir mit einer 26,6% Winrate, ne? 25 Wins und 69 Loses. Also dieser Account hat die schlechtesten Grundvoraussetzungen, um ein Master-Account zu werden. Und deswegen werden wir diesen Account nach Master spielen. I wonder if anyone's in chat. Hello? Hello? There are so many weirdos here. It's awesome! Look. Wanna see something neat? Ey, ich wünsche dir viel Spaß, Molly. Vielleicht komme ich später vorbei und dann spiele ich mit, wenn du League spielst. Andere Spiele spiele ich nicht mit. Außer Hand. Ich habe jetzt angefangen, Hand zu spielen. Ich werde später auch nochmal reingehen, glaube ich, so. Auf entspannt gehe ich auf die Hand. Und smoke an dem Blunt. Ich habe ihn in meiner Hand. Setz alles in Brand. Ja, whatever, egal, scheiß drauf. Viel Spaß auf jeden Fall. Es wäre schön, wenn du ab und zu dieses Spiel spielen würdest. Welches Spiel? Das Kreuzworträtseln? Ja, habe ich Bock drauf. Macht mir Spaß. So, für zwischendurch ist das geil. Gerade wenn ich hier 20 Minuten Q-Times habe, gefühlt. Aber ich würde auch gerne wieder mal League of Legends spielen. Haben wir jetzt auch 12 Minuten lang nicht. Cool, wir spielen gegen den Kaiser Mitte. Und ich habe Magic Resistance dabei. Cool. Ist fein. Okay, dann spielen wir kurz League of Legends und dann machen wir hier weiter. Oh. Scheiße. Okay, wir machen das Rätsel nicht nochmal. Wobei, jetzt kennen wir eh das Wort. Zur Not machen wir es nochmal rein. Komm, wir machen es gleich einfach nochmal rein bis zu dem Zeitpunkt. Ist okay, ist eine Menge Arbeit, aber wir haben eh die Zeit. Im Kaiser-Matchup mache ich tatsächlich die eh als zweites, weil ich mir vorstellen kann, dass die aggressiv für Trades schaut. Der Tail of Blades. Ja. Das wäre mit W natürlich nicht möglich gewesen, so ein krasser Trade. Ist halt nur wichtig, dass wir jetzt nicht versuchen, sie down zu chasen mit Ignite und allem und sie einfach wegflashen und wir ihre Sums nicht benutzen können. Sondern dass wir jetzt halt Pots nehmen und auf Level 3 warten und sie dann erst all in. Und dann quasi delayed den Payoff haben von dem Trade, den wir gerade genommen haben. Okay, wir haben Amumu oben gesehen, der ist jetzt bei seinem Red Buff. Exhaust, nicht schlecht. Okay, ich move hier auf den Amumu rauf. Der war relativ low, nachdem er das Full Camp gemacht hat. Das heißt, ich kann ihn eventuell hier entweder bei den Golem Camp oder bei den Vögeln oder beim Red Buff an sich töten. Okay, schade. Weder die Blast Cone ist da, noch ist er bei dem Red Buff noch. Das waren so die beiden Tries. Aber dadurch, dass ich gemoved bin. Hatte Kaiser sich gefühlt, als müsste sie da hinterher roamen. Und wir haben eine E auf sie bekommen. Also, obwohl wir effektiv eigentlich erst nichts bekommen haben. Haben im Endeffekt einen Kill bekommen. Und das ist halt, was ich meine, so. Ihr müsst nicht immer irgendeinen Plan haben. Es reicht einfach, ein bisschen Pressure auf den Gegner zu packen.
Okay, ich muss nach hier hin. Ich muss nach hier hin raus. Weil die Botlane uns sonst vielleicht abfangen kann. Wenn wir da lang laufen, kann die Botlane uns abfangen und das ist sehr bad für uns. Wenn wir hier unten rumlaufen, sind wir tot. Pretty sure. Ich hole mir Schuhe, weil ich jetzt relativ schnell in die Lane muss, weil ich sonst die ganze Wave verliere. Es ist Zeit für Schuhe. Ihr kauft Dorans immer nur, wenn es gerade passt. Nicht Dorans, Darkseal. Daxel ist so ein Shit, ich habe nicht genug Gold für ein richtiges Item. Ich kaufe das Item. Aber das könnt ihr jederzeit kaufen. Je earlier, desto besser natürlich, ne? Aber wenn ihr jetzt stattdessen dann kein Lost Chapter bekommt, würde ich immer Lost Chapter erstmal zu Ende bauen und dann Schuhe zu Ende bauen und dann später vielleicht dann einfach das nachkaufen. Ist gut, dass er einen abbekommen hat. Das heißt, wir nehmen noch eine Wave. Kein Turtles. Timing, Baby. Ja, nehmen wir First Patrol, oder? Lass den Kamen noch sterben. Aua. Oh. Das ist ein Mundo. Und oben gibt es noch Playlinks. Hab einen Ignite ab. Das ist natürlich normal, dass der Mundo da seinen Ulti wieder bekommt. In Hindsight kann man natürlich sagen, Robin, ignite den Mundo doch einfach direkt. Ja! Aber ich dachte, ich muss, kann mein Ignite zählen. Für etwas Usefules. Weiß ich, dass der Mundo nach dem Dive einfach seine Ulti wieder hat, random? Fuck, Mann. Ich habe mehr Damage auf ihr gehabt, als ich dachte. Cool, dass aber niemand von denen den Turret tankt.
Zoe, pick me up. Zoe Scripts. We did it. We knocked him over. I wasted my fucking flash. GG. Aber warum glaubt mir niemand, dass das Scripts sind? Fuck. Fuck. Smurf. Why? Sag doch wenigstens irgendwie mal Stop scripting, man. Irgendwas. Gib mir irgendwas. Gib mir Content. Ist fine. Aber wir sind schon wieder gestorben, Mann. Fucking shit. Stop play lol, you fucking noob. Why? Wir waren Noob. I have to play more, so I become better. You get one shot to make it out alive. So higher and higher you chase it. It's deep in your bones, go and take it. This is your moment. Now is your time. So prove yourself and...